Muss ich meinen Rasen im Herbst noch schneiden? Darf Laub auf dem Rasen liegen bleiben? Und wie überwinter ich meinen Rasen am besten? Hier kommen meine 5 Tipps für die Rasenpflege im Herbst. Im Sommer wird ja der Rasen gehegt und gepflegt und im Herbst meist etwas vernachlässigt. Dabei braucht der Rasen im Herbst extrem viel Pflege, damit er super durch den Winter kommt und auch im Frühjahr einen tollen Start hat. Erster Tipp: Euren letzten Rasenschnitt solltet ihr erledigt haben, bevor die Temperatur unter 9 Grad fällt, weil dann wächst der Rasen nicht mehr. Wichtig ist auch, dass ihr euren Rasenmäher nicht zu tief stellt. Der Rasen sollte wenigstens 5 cm lang sein, damit er gut vor Frost geschützt ist. Am bequemsten geht dies natürlich mit dem Akku-Rasenmäher. Bei kleinen Flächen würde ich euch einen Spindelmäher empfehlen. Der mäht eine richtig schöne klare Kante und dadurch habt ihr ein super Schnittbild. Tipp 2: Vertikutieren und belüften. Jetzt prüft ihr, ob euer Rasen verfilzt ist. Wenn er verfilzt ist, würde ich euch empfehlen zu vertikutieren. Ansonsten nehmt ihr die Sternfräse, die eignet sich wunderbar zum Rasenbelüften. Durch gutes Belüften erspart ihr euch Staunässe und Nährstoffe können aus dem Boden besser aufgenommen werden. Tipp 3: Rasennachsaat. Habt ihr Laufwege oder ist euer Rasen nicht schön gleichmäßig, ist der Herbst der ideale Zeitpunkt, um Rasen nachzusehen. Jetzt haben wir eine gleichmäßige Bodenfeuchtigkeit und so kann unser Saatgut wirklich wunderbar anwachsen. Beim Saatgut würde ich immer eine geprüfte Qualität empfehlen. Das klappt auf jeden Fall. Man kann natürlich auch perliertes Saatgut nehmen. Da ist schon ein kleiner Nährstoffmantel ums Saatkorn rum und die Vögel mögen es auch nicht so. Viel hilft nicht viel. Wer zu dicht sieht, kriegt eher einen buschigen Rasen anstatt einen feinen. Tipp Nummer 4. Laub sollte regelmäßig von seinen Rasenflächen entfernt werden. Das schützt vor Botrytis und Schimmel. Hierfür eignet sich wunderbar unser Fächerbesen. Der schafft nämlich ordentlich was weg. Leichter geht das natürlich mit unserem Akku-Rasenmäher und alles, was der hinten auffängt, das schmeißt bitte nicht weg. Das nimmt zum Mulchen von Pflanzflächen und Beeten. Tipp Nummer 5: Düngung. Ich persönlich würde euch immer einen organischen Biodünger empfehlen. Der ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für Kleinstlebewesen und für die schönen Kinder im Garten. Entscheidet euch trotzdem für einen mineralischen Dünger. Achtet bitte darauf, einen sogenannten Herbstdünger zu nehmen. Der hat weniger Stickstoff fürs Längenwachstum, mehr Kalium fürs kräftige Wachstum. Nehmt ihr einen sogenannten Langzeitdünger, dann braucht ihr im Herbst gar nichts machen. Hat euch das Video gefallen? Dann gerne liken. Braucht ihr mehr Informationen? Kanal abonnieren.